Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, beim Radio B2 Schlagerhammer haben Sie das Publikum begeistert. Die vier Musketiere des Schlagers, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ne? Richtig. D'Artagnan Young, der mit den langen Haaren, der Hübsche. Und wer ist denn jetzt der Dicke, der Porthos? Ich bin's. Okay, ich bin der Fressack. Die Selbstkritik hat vier für sich, Basti. Schön, dass ihr da seid. Vier heißt dieses Album. Und wenn ich das richtig zwischendurch mal rausgehört habe, stand der Name Vier schon mal auf der Agenda bei euch als Albumtitel? Ja, das war ganz lustig, weil das ist bei vielen auf der Agenda irgendwie eingespeichert ist. Das stimmt, wir wollten zum zweiten Album das schon mal Vier nennen, aber es war dann natürlich ein bisschen komisch, weil das ist das zweite Album. Da haben wir uns gehofft, dass wir vielleicht noch mehr Albums machen und tada, wir haben es geschafft, wir sind beim vierten Album angekommen und fanden das eine sehr schöne Aussage, weil wir vier sind und so viele Jahre zusammengehalten haben und wir vier machen das jetzt bei Nummer Vier. So, ne? Also, und da ist noch kein Ende in Sicht, das ist auch gut so, denn die Harmonie stimmt bei euch. Ab heute ist der 31., gibt es auch diese Fanbox, die kann man noch bestellen. Ja. Ich darf nicht sagen wo, aber du vielleicht? Bei Müller, also die Fanbox ist immer heute dem 31. bei Müller vorbestellbar. So, jetzt reicht das mit der Müller. Ja, sonst gibt es noch eine Müller-Milch in den Kaffee, dann haben wir alle Schleichwerbung drin, die man haben kann. Ich erinnere mich, dass ihr bei der letzten Fanbox so ein tolles Ticket hattet, wo die Leute auf der ganzen Tour zu euch kommen konnten. Was habt ihr diesmal als Überraschung dabei? Bitteschön. Was ganz Exklusives, sowas gab es eigentlich noch nie. Wir haben uns was ausgedacht, natürlich können wir das nicht mit allen machen, deswegen nur ein goldenes Ticket. Und zwar darf der Gewinner oder die Gewinnerin mit uns exklusiv ein Candlelight-Dinner haben. Mit allen Vieren? Mit allen Vieren, ja. Wir gehen zusammen, also zu fünf essen. Aber einmal, nicht viermal. Ne? So, und wohin? Burgerbude? Nein, das ist auch ganz wichtig an dieser Stelle. Wir schließen bitte Fastfood-Ketten aus. Wir möchten ein schönes Candlelight-Dinner haben mit gutem Essen. Schönen Kerzen. Genau, schön mit Kerzen. Schön gemütlich, mit einem guten Wein dazu. Bisschen quatschen, sich näher kennenlernen, genau. Und es gibt vier Silvane-Tickets. Das berechtigt den oder die Gewinnerin mit uns Backstage ein bisschen rumzuhängen, ein bisschen zu essen, ein bisschen zu knutschen, Bierchen zu trinken. Das und mit Spaß dem Rummachen streichen wir jetzt aus dem Konzept. Denn, warum? Pass auf, Carsten hat sich angeboten. Du, pass auf, Carsten, wer kann da schon Nein sagen? So, also das machen wir jetzt, den Titel hören wir jetzt und wir reden weiter heute und stellen Ihnen das Album 4 vor von Feuerherz. Bleiben Sie bei uns. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. Jetzt haben wir sie gehört, die Debüt-Single oder die Ankündigungs-Single jetzt im Moment für das Album, das am kommenden Freitag ganz offiziell erscheint. Ich habe euch ja auch interviewt, ganz kurz beim Radio B2 Schlagerhammer. Dir ging es nicht ganz so gut den Tag, aber inzwischen wieder Gott sei Dank gut. Und ein Kollege moderierte, man merkt euch an, dass ihr glücklich seid. Wie würdet ihr für euch das Wort Glück im Moment definieren? Das ist ja so ein... Ist man glücklich? Ich bin glücklich, wenn ich hier in meinen Sender kommen kann, nette Leute treffen darf und dann noch sie interviewen darf. Also so dicht dran, wie wovon andere nur träumen. Wie definiert ihr Glück? Basti, du siehst so glücklich aus. Wie definieren wir Glück? Ich muss nachdenken, wirklich. Ich finde, das ist eine sehr schwere Frage. Ich finde, Glück findet man erstmal nur in sich selbst. Also man muss damit zufrieden sein mit dem, was man hat und wer man ist, um dann irgendwie Glück im Außen zu suchen, also erstmal im Innern. Mhm. Das ist jetzt alles hier so philosophisch. Ja, das ist sehr philosophisch, ja, aber da ist was dran. Ja, das ist für mich so das Wichtigste. Glück ist für mich aber auch Freunde und Familie und so das Wichtigste im Leben und Gesundheit. Also das ist für mich eigentlich so die Basis von allem. Dafür sollte man immer dankbar sein. Wir leben alle in einem Land, wo wir wirklich sicher sind und wo es uns eigentlich gut geht. Und dafür bin ich sehr dankbar und natürlich auch Glück, dass wir hier irgendwie zusammen gerade in Berlin im Studio sind, ein schönes Interview führen und sowas ist natürlich gehört auch dazu. Also, Dominik, wie ist das bei dir? Du bist ja der, wenn ich das so richtig kennengelernt habe in den Jahren, die ich euch jetzt auch schon kennen darf, der immer kein Blatt vor den Mund nimmt, du sagst immer deine Meinung. Bist du schon mal an einem Tag nicht gerne zur Arbeit gegangen mit den Jungs? Also warst du schon mal unglücklich und hast gesagt... Ja. Wäre ich doch lieber Tänzer geblieben. Nee, also ich bin ehrlich, ich habe auch meine Tage, wo ich auch sehr depressiv bin und mit mir selber nicht im Reinen bin. Also was heißt nicht im Reinen, wo ich selber mit mir unzufrieden bin. Ich glaube, es gibt immer einen Moment im Leben, wo jeder Selbstzweifel hat, mit sich selber nicht im Reinen ist und mit sich selber nicht so zufrieden ist, wo man gerade da ist. Und natürlich habe ich auch solche Tage.
Aber dann rappel ich mich auf und gehe dann arbeiten mit den Jungs und denke mir dann so, ey, das Leben ist gerade viel zu schön, um sich an negativen Momenten festzuhalten oder sich runterziehen zu lassen. Dann vergesse ich das auch gleich, wenn ich dann hier diese Fratzen sehe von den anderen dreien, dann muss ich wieder lachen, dann bin ich wieder gut drauf. Und ja, wir sind ja auch so Energiebooster alle drei. Wir ziehen uns ja auch gegenseitig hoch, wenn der eine nicht gut drauf ist. Wir sind füreinander da. Ist auch Glück. Wie handelt ihr das in solchen Situationen? Das ist immer ganz gefährlich, wenn vier Leute auf die Bühne gehen. Jetzt ist einer wirklich krank. Du hast das letzte Mal richtig gekämpft. Das hat keine Sau gemerkt auf der Bühne, dass es dir scheiße ging. Aber es gibt ja auch mal Tage, wo man vielleicht wirklich so krank ist, Carsten, dass man nicht auftreten kann. Wie macht ihr das denn? Geht ihr dann zu dritt oder sagt ihr den ganzen Job ab oder wie handelt ihr das? Das ist eine gute Frage, weil bisher kam es eigentlich noch nie dazu, dass einer von uns krank war in den letzten 5 Jahren. Also ja, doch, krank waren wir schon. Also krank schon, aber wir sind bisher immer auf die Bühne gegangen, weil es irgendwie doch noch auszuhalten ist. Und es ist ja auch meistens so, wenn man dann auf der Bühne steht, dass man all seine Sorgen vergisst und meistens auch die Schmerzen. Ja. Weil es war auch schon öfters so, dass einer irgendwie ein verletztes Knie hatte oder irgendwie, weiß ich nicht, vorher umgeknickt ist und dann trotzdem die Show durchgetanzt hat, weil du so viel Adrenalin in dir hast in dem Moment. Aber ganz klar, also wenn jetzt einer wirklich mit Fieber im Bett liegen würde, würden wir natürlich den Auftritt auch zu dritt machen, weil wir sind, wenn unsere Fans uns rufen, sind wir da und dann kommen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, das würden die auch entschuldigen. Ja. Ich meine, gegen Krankheit ist ja keiner gefeit, aber ich weiß das ja, dass ihr Kämpfer seid und das ist auch gut so. Du darfst den nächsten Titel aussuchen, weil du so nett geantwortet hast. Den nächsten Titel, dann würde ich doch einfach mal sagen, einmal, zweimal, dreimal. Einmal, zweimal, dreimal, so machen wir das jetzt. 4 zu Gast bei Radio B2, Auto. Feuerherz. Hier ist Radio B2, Deutschland, Schlagerradio, Feuerherz hier bei uns mit tollen T-Shirts. Ganz in Weiß habe ich erst gelesen, aber es steht doch Guns N' Roses. Jurassic Park, weil du der Älteste bist? Nein. Nee, weil ich ein T-Rex im Bett bin. Ach so, okay. passt ja super zu dem Song. Das ist geil. Sehr schön. Ich habe mal einen T-Rex im Film gesehen, da hängt dann der Seiper so aus dem Mund. Also da möchte ich nicht dich im Bett sehen. Gut, wir wollen vernünftig miteinander reden und wollen natürlich das Album 4 ein bisschen näher vorstellen. Und was mich mal interessieren würde, da bin ich tatsächlich noch nie drauf gekommen. Ihr habt ja, darüber haben wir schon gesprochen, die verschiedensten Jobs gehabt, habt die verschiedensten Formate vorher besucht. Du warst als Tänzer unterwegs. Du warst, glaube ich, Animateur, ne, sogar? Ja. Knallharter Job. Bist du immer noch, aber jetzt besser bezahlt als damals. Hast du manchmal Ehrfurcht, wenn du zum Beispiel Urlaub machst, Cluburlaub, und dann siehst du die ehemaligen Arbeitskollegen dort sich einen abrackern? Ja, ganz in welcher Weise war ich mit einem Kumpel von mir in Mallorca. Und die waren wir mal auch in so ein Hotel, wo dann so ein Animator war. Und ich habe dann extra geschaut, weil ich irgendwie so Glücksgefühle nach früher hatte, so nostalgiemäßig. Ja. Und mal geschaut, wie er das macht. Und ich weiß noch, dass manchmal am Anfang der Saison nur 3-4 Leute da standen. Und dann machst du so ein Mini-Disco mit 3-4 Leuten. Das ist schon ein bisschen peinlich, Mini-Disco zu machen. Ja. Und das kennt jeder. Die waren immer dabei. Und Ende des Sommers war es dann voll. Und war dann mega Spaß. Und dann hat man ja auch gesehen, dass er nie so viele Leute hatte. Dann habe ich extra mitgetanzt zum extra anfeiern. Siehst du, also guter Kollege geblieben, das ist auch gut so. Aber zurück zu der Frage, die ich eigentlich stellen wollte, wer kam eigentlich auf die Idee, ich weiß gar nicht, wie ihr gecastet wurde, wie ihr zusammengekommen seid, hat sich das einer ausgedacht, lagen da 800 Bilder und die haben gesagt, hier haben wir für jeden was dabei, den Penner, gucken wir, wer da liegt, den Vernünftigen, ja, die Sexbombe und die holländische Fraktion, der Käsekopf. Der Käse. Nee, wer kam auf die Idee? Erzählt mir mal. Ich kenne die Geschichte nicht. Tatsächlich nicht. Basti. Das ist dein Lieblings. Das ist deine Lieblingsgeschichte. Das ist meine Lieblingsstory auf jeden Fall. Nein, wie kam mir dazu? Also, sprich ins Mikro rein. Ich spreche doch ins Mikro. Ja. Ganz entspannt hier. Du hast gesagt, ich bin der Penner. Also kann ich hier auch ganz entspannt sitzen. Wie kam mir dazu? Wir kannten uns alle schon vorher ein bisschen durch Musikbusiness. Du hast es ja schon gesagt. Wir haben alle vorher schon Musik gemacht in jeglicher Weise und kannten uns wirklich teilweise schon und haben uns dann schlussendlich zu viert das erste Mal kennengelernt auf einem Event von unserem Management, was jetzt unser aktuelles Management auch ist, und haben uns da kennengelernt. Ich hatte meine Gitarre dabei, wir haben Songs gesungen und haben uns sozusagen auf den ersten Blick verliebt. Und dann hatten wir einen sehr schönen Abend zusammen und haben echt gut gefeiert. Und dann haben wir gesagt, ey, warum sollen wir nicht Musik zusammen machen? Cool. Und dann ist das alles so entstanden. Wir haben Songs geschrieben mit unseren Produzenten, sind zu Plattenfirmen gegangen. Und dann waren wir auf einmal
ganz weit oben. Was man ganz nebenbei erwähnen musste, alle Plattenfirmen wollten mit uns arbeiten. Wollten sie euch alle haben, tatsächlich? Ja, Sony, Universal und Teller. Ja, also ich weiß ja, ich weiß noch den allerersten Besuch, 2015. Mhm. Da habt ihr damals erzählt, ihr hattet das erste Konzert vor 25 Leuten, war das so? Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, so war das, ne? Das war der Knaller, das war schön. Also wenn man sich das überlegt, wie das so losgeht, und dann weiß ich noch, und dann habt ihr hier ohne dich gesungen damals a cappella im Studio, das weiß ich auch noch heute. Ich weiß auch, wie du getanzt hast, das weiß ich ja, noch. Ja, das weiß ich auch noch, das sah scheiße aus. Nein. Aber das war, und da, heute sage ich so mit Abstand, wenn ich euch sehe, dass hier wirklich was zusammengewachsen ist. Also das sind jetzt, ich glaube, ihr seid nicht die, die hier rausrennen aus dem Studio und sich nicht mehr angucken und nicht miteinander reden, sondern die Harmonie stimmt, ne? Mhm. Das ist doch aber ein harter Kampf, auch das so zu halten. Es ist auch, glaube ich, es hat auch, glaube ich, viel mit Glück zu tun. Ich glaube, dass es das Schicksal so wollte, dass wir einfach vier Individuen sind, die einfach zusammenpassen und einfach auch zusammengehören. Glaubt ihr an Bestimmung? Ich glaube an Schicksal, ja. Glaubst du? Ich glaube an Schicksal und es sollte so sein, deswegen sind wir auch so zusammengeführt worden. Und ich glaube, es wurde auch mal in der Zeit, dass es mal eine Boyband gibt, die sich auch wirklich versteht, weil alle sind ja irgendwie gecastet und wir sind Gott sei Dank nicht gecastet. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weshalb wir heute noch nach 5 Jahren hier sind und uns immer noch super verstehen. Die vier Kumpels, die die Musik lieben und dann zusammengewachsen sind. Also wir teilen wirklich alles. Wir gehen ja durch dick und dünn. Das ist ja, wir leben zusammen. Carsten, aber ich will, dass du dich vorbeugst. Ja, ich weiß, es ist heute so sehr anstrengend. Hier. Vorbeugen das ist sagt besser der als teilen, sagt man. Ihr kritisiert euch aber auch, ja? Könnt ihr euch auch kritisieren? Oder ich will jetzt nicht sagen streiten, Streit gibt es ja überall, hier zum Beispiel bei uns auch. Aber könnt ihr euch auch kritisieren und könnt ihr euch auch die Meinung sagen, vielleicht auch mal ein Gewitter machen und hinterher ist wieder frische Luft? Also ich würde es jetzt nicht kritisieren nennen, ich würde es einfach Ehrlichkeit nennen. Also mit Ehrlichkeit kommt man, glaube ich, am weitesten. Und wenn wir jetzt nicht ehrlich zueinander gewesen wären in den letzten Jahren, dann würde es uns wahrscheinlich heute nicht mehr geben oder nächstes Jahr nicht mehr oder keine Ahnung was. Also es ist schon wichtig, dass man sich auch traut, seine Meinung zu sagen, weil am Ende des Tages ist es ja auch nicht böse gemeint, sondern man möchte ja auch irgendwie daraus lernen und das Leben lehrt einen und verschiedene Situationen. Und wir hatten da schon öfters, dass wir uns dann mal zusammengesetzt haben und über alles geredet haben und dass es uns danach viel, viel besser ging. Sehr gut. Also deswegen Ehrlichkeit und Kommunikation. Das muss man auch lernen im Leben, ne? Das ist tatsächlich auch ein Lernprozess. Es ist wie ein Beziehung. Ja, so. Wie in einer guten Ehe. So, solange sie die Fünfe noch zusammenklatschen, ist alles heile. Freuen wir uns auch auf das 5. Album. Klatschen uns doch woanders ab und zu. Sehr schön. Immer rauf auf den Podex. So, jetzt gibt es erstmal das Album 4. Das heißt auch 4, damit sie es nicht verpassen. Ab Freitag im Handel. Du hast so schön geredet. Ja, danke schön. Sag, was du hören wolltest. Achso, der nächste Song. Was soll der nächste Song sein, Matt? Lass mal zusammenscheinen. Wir haben Wieschöne drauf. Echt Wieschöne. Ja, entscheidend. Hast du heute schon gelebt? Das ist eine schöne Message. Ja, das ist eine schöne Aussage. Frage, wegen auch Positivität, was wir gerade gesagt haben, mit Glück muss man über nachdenken. Hast du heute schon gelebt? Hast du schon Glück gehabt? Hast du schon über nachgedacht, was für ein tolles Leben du hast? Hast du heute schon gelebt? Ich glaube kaum. Hast du heute schon nachgedacht? Nee, schon nicht. Hast du heute schon gedacht? Ja. Okay, also hier ist der Song. Ich freue mich, dass Sie da sind. Feuerherz bei Radio B2 Deutschland, Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. 4 stellen wir vor, Feuerherz, heute an diesem Mittwoch. Am Freitag erscheint das Album. Ja, moin. Moin, moin. Ihr seid bestimmt auch ein bisschen aufgeregt, obwohl ihr zwischen alte Hasen seid. Also wir haben uns schon vorgenommen, wenn es morgen ist, kommt ja morgen raus, ne? Übermorgen. Übermorgen. Wir haben noch 2 Nächte. Genau. Wir werden auf jeden Fall alleine, werden wir nicht schlafen. Wir werden uns für ein Zimmer entscheiden und dann zu viert ein Bett teilen, weil wir nicht schlafen können und vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Ruhe. Hallo, okay, wir haben dann 2 Gründe reinzufeiern. Album-Release und mein Geburtstag. Ja. Hast du Geburtstag? Ja, ich habe am Geburtstag am Album-Release. Dann kann es nur gut werden. Da kann es wirklich nur gut werden. Ja. Also, und das wollt ihr im Bett verbringen. Kann ich euch diese Kamera hier abschrauben? Ey, wir haben die Fans letztes Jahr auf jeden Fall mitgenommen. Ja. Ne? Ins Bett. Livestream. Ja. Ins Bett. Ja. Alles, du, Fans ist mein Stichwort. Wir haben ja miteinander gesprochen, auch so, weil ihr seid ja eine Boygroup, die Mädchen sind natürlich eure Hauptzielgruppe, aber ich sehe ja inzwischen auch die Generation. Da kommen die Mütter mit, da kommen die Großmütter zum Teil mit, da kommen die ganz Kleinen schon mit. Es gibt auch immer wieder viele Geschenke, das kennt ihr auch. Irgendeiner hat mir mal erzählt, der hatte so einen ganz langen Brief, das war's. Du, ne? Das ist ja langweilig. Ja, das haben wir. Da wollte ich fragen, was gibt's denn inzwischen? So BHs, die auf die Bühne geschmissen werden oder Heiratsanträge. Kondome. Oder nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nee? Ja, ist aber passiert das so? Ja, ja. Kondome? Oder BHs auch?
Ja, alles. Aber nur getragene. Nur getragene. Findest du, dass ich hier auch große Muckis habe? Oh, nee, danke. Ich find, dass ab und zu mal die Nippel daraus blitzen, wie man im Video sehen kann. Nein, tatsächlich, so eine verrückten Sachen gibt es. Jetzt habe ich kürzlich gesprochen mit den Nockis, Nockern-Quintett aus Österreich, die gesagt haben, Mensch, wir machen das jetzt so viele Jahre, über 30 Jahre, wir wollen das auch nicht mehr, weil im Endeffekt kann sich das ja keiner aufbewahren. Wir haben einen Fonds eingerichtet, mit dem wir dann Menschen unterstützen können. Das heißt, die Leute bringen weder Blumen noch Teddybären noch sonst was. Wäre das eine Idee, das vielleicht für Deutschland zu adaptieren? Ist auf jeden Fall eine coole Idee, ja. Also das ist halt wirklich das Problem, wenn man massenweise bekommt, dann ist es halt auch schwer, das aufzubewahren. Also ich weiß, dass jeder von uns schon bald Stauprobleme hat, Stauraumprobleme, wenn man so viel bekommt. Ich weiß noch, dass wir früher öfters mal dann, wenn man irgendwie 300 Kuscheltiere hatte, dass man das dann irgendwie an Kinderheime gegeben hat oder sowas, genau. Und ich finde, sowas ist auf jeden Fall auch cool und ich finde, sowas, für sowas das kann man sich... Das ist eine hübsche Aktion. Aber ja, ich weiß ja, dass du, Dominik, dich zum Beispiel engagierst gegen Menschen, die gemobbt werden. Ist das noch so, nach wie vor? Genau, das wäre doch eine Idee, dass die vielleicht oder so eine Organisation auch finanziell dann zu unterstützen und zu sagen, okay, wirklich bei aller Liebe, wir fahren von Auftritt zu Auftritt, die Blumen können wir nicht mal ins Wasser stellen, nimm die Hand vom Mund, wenn du gehst. Ich sehe alles. Und der geht doch kaum rein, nur dass mich und du, wäre das eine Idee? Ja, auf jeden Fall, es ist auch einer meiner Ziele, also ich habe so einen Zettel, was noch so die größten Ziele in meinem Leben sind und eins davon ganz oben ist auf jeden Fall, eine Gründung oder eine Stiftung zu gründen gegen Mobbing und überhaupt so. Sehr gut, da bist du mit dem Feuerherzen sozusagen dabei, nach wie vor. Weiter so, Daumen hoch und weil du das so schön erklärt hast, darfst du einen Titel aussuchen. Oh, sag nicht, dass du deine Titel nicht kennst. Ja, ich weiß aber, ich würde sagen, man wird doch wohl noch träumen dürfen. Ja, eben, darf man, ne? Ja, so, ne? Aber nur wer Träume hat, wird auch seine Ziele erreichen. So, du machst deine Träume wahr, das ist gut so. Also jetzt dieser Titel, man wird doch wohl noch träumen dürfen. Ab übermorgen im Handel für Sie 4, das neue Album von Feuerherz. Hier ist Radio B2 Deutschland, Schlagerradio, Feuerherz hier bei uns, großes Gelächter hier. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass einem auch mal schlecht werden kann. Irgendeiner von euch hat ja mal sich auf der Bühne erbrochen. Nein. Doch. Nee. Die Story. Stimmt die nicht? Die stimmt nicht. Ich weiß nur, dass Domi einmal bei der Togo-Tour, wo wir bei waren, sehr übel warst, und aber nicht übergeben, glaube ich. Da hat sich davor hingesetzt. Ne? Davor und danach während der Show. Ja. Also ich bin vor der Show nochmal ganz schnell ins Hotel gefahren und ich musste ins Hotel auf jeden Fall. Genau. Also es ist mir super angenehm. Aber der Auftritt war dann im wahrsten Sinne des Wortes ausgebrochen. Ausgebrochen. Ich saß die ganze Zeit auf einem Hocker und konnte dann auch nicht mehr performen, weil halt immer wieder mir übel wurde und komische Faktoren. Immer wieder diese verrückten Dinge. Jetzt gibt es ja so die verschiedensten Formate. Jetzt gibt es Promis privat, ganz neu. Ich weiß gar nicht, ob ihr das verfolgt. Joey Heindle soll in der Partnerbörse angemeldet werden und also schlimmste Sachen, die man da verlangt. Würdet ihr sowas mitmachen? Also wenn jetzt zum Beispiel Dschungelcamp käme, wer könnte nicht mit? Du hast eine Spinnenphobie. Ich könnte da nicht mitmachen, ich habe eine Spinnenphobie. Genau. Würdet ihr sowas machen? Nee. So eine verrückten Dinge? Ich würde auch gar nicht mitmachen. Ja, für mich ist es so, weil ich auch Holländer bin, ich kenne das alles nicht so in Deutschland, wie krass oder wie, sag mal, so ein Asi-Sendung, sag mal das so, so ein... Du kannst alles sagen Trash, als Holländer. Trash, das Wort habe ich gesucht. Man sagt Trash-Sendung. Aber weißt du, was es ist? Ich bin auch so ein verrückter Typ und mir will das Spaß machen, um einfach so Herausforderungen in Django zu gehen, viel schmutzige Sachen zu essen, aber vor allen Dingen so Adventure-Sachen zu machen. No. Und deswegen wird es mir lustig sein, aber vielleicht gibt es auch sowas vor Bayard oder solche Sachen. Ja, das würde ich mir richtig Spaß machen. Das ist cool. Ich würde bei Let's Dance mitmachen, aber das war's, glaube ich. Aber auch. Da dürftest du, glaube ich, nicht, weil du ja professioneller Tänzer bist. Ich bin kein professioneller Tänzer, ich bin Tänzer in einer Boyband. Da mach ich mit. Stimmt gar nicht, ich bin kein Professioneller. Aber bist du nicht, warst du nicht mal mit dem Tanzensemble, wenn ich das so formulieren darf? Ja, ich habe mal getanzt in der Tanzschule, wie Vanessa Mai auch. Stimmt, die war stimmt, auch Hip-Hop bei der Hip-Hop-Weltmeisterschaft in Las Vegas. Auch eine professionelle Tänzerin. Ja. Also, weil sie hat Meisterschaft, ich habe auch früher Meisterschaft. Aber Schlagerstars, die schneiden da in der Regel gut ab. Ella Endlich ins Finale gekommen, wenn es am und sowas wie mich gab es halt noch nie. Ein dunkelhäutiger Schlager. Bist du bei? Das wäre cool. Ja, für dich wäre das absolut. Aber ihr müsstet ja dann zusammen, weil in der Zeit kannst du ja keine Jobs machen. Ach, wir haben uns sowieso freigenommen nächstes Jahr erstmal das komplette Jahr. Macht das ihr? Das wissen die Leute nur noch. Päuschen? Ah. Quatsch, stimmt nicht. Nein, aber Anfang des Jahres wollen wir uns auf jeden Fall
ein, bisschen eine Auszeit können. Ja. Aber und da fahrt ihr auch nicht dann wieder in Zweiergrüppchen in Urlaub, sondern nee, jeder woanders. Und ich meine, wir haben ja viele Länder hier. Die Welt ist groß. Ist groß genug Erde. Für jeden Feier. Genau, also jeder ein Land für sich. Jeder ein Kontinent für sich. Du bist ja jetzt munter inzwischen, das freut mich sehr. Du darfst nächsten Titel aussuchen. Oh, danke schön. Bitte sehr. Ich hätte gerne, wir nehmen jetzt mal eine ruhigere Nummer, ich hätte gerne... Ja, das war mir klar, eine ruhigere Nummer. Ich hätte gerne die 10, das ist nie passiert, das ist eine wirklich schöne Ballade und viel Spaß dabei. Ja, so machen wir das jetzt. Feuerherz bei uns und wir können gleich eine Runde reden, bleiben Sie bei uns. Hier ist Radio B2, Deutschland Schlagerradio. So eine Runde können wir jetzt hier noch reden. Übermorgen ist es soweit. Das Album erscheint, 4 Feuerherz. Eure Tour ist gelaufen, die erste Tour gut gelaufen. Dann gab es Zusatztermine sogar schon. Wie geht das weiter? Seid ihr zufrieden mit diesem Erfolg, den ihr da verbuchen könnt? Also wenn man das Album öffnet und sich die Hinterseite des Booklets anschaut, dann sieht man, dass es weitergeht. Ah. Denn da stehen die Tourtermine für 2020! Es geht weiter im Herbst 2020. Wir haben erstmal nur 4 Termine, aber dafür größere Hallen. Ja. Und haben extra geschaut, dass wir im Westen sind, Osten, Norden, Süden, dass wir alles abgedeckt haben. Und jetzt promoten wir erstmal das Album zu Ende. Wir haben dieses Jahr noch so viele Auftritte, also wir sind wirklich jedes Wochenende unterwegs bis zum Ende des Jahres. Und es ist viel zu tun. Es ist viel zu tun, das ist gut so. Die eigenen Konzerte sind trotzdem Herzensangelegenheiten, ne? Also ich meine, die Jobs und so, wie zum Beispiel beim Radio B2 Schlagerhammer, das ist toll, ihr werdet umjubelt, viele, viele Menschen. Aber eigenes Konzert, auch wenn da nur 1200 oder 1500 kommen, ist schon toll. Auf jeden Fall, das ist ja alles, was dann auf Tour passiert ist, kommt ja aus unseren Händen. Wir haben das mit kreiert, wir haben das mitgestaltet. Brainstorming sind unsere Inspirationen, die da einfließen und das ist wie wenn du die Leute zu dir nach Hause einlädst und sagst, so, das ist mein Reich, willkommen bei uns zu Hause. Das ist ein gutes Bild. Das ist ein sehr gutes Bild. Und da möchte man, dass die eigene Wohnung gut aussieht. Dass und alle dass die Gäste zufrieden nach Hause gehen und wiederkommen. Genau. Wunderbar. Das hat er schön gesagt, ne? Absolut. Das war klasse. 100%. Ein Titel noch, welchen? Wir haben nämlich ein sehr vielfältig, ich fand es ein schönes Wort. Vielfältig. So wie du um die Augen. Nein. Ich bin natürlich dieses Jahr 30 geworden. Der kommt sich dumm und dämlich mit Anti-Aging-Cremes. Ich brauche das nämlich. Es geht so schnell, wenn man so viel mit Feuer unterwegs bist. Falten sind der schönste Schmuck. Es sind die Falten, der Schmuck der Alten, habe ich mal ein Lied geschrieben vor vielen Jahren. I love it. So, sag jetzt, welches Lied. Deswegen muss ich sagen, wir haben auch viele echte Schlagersongs, weil wir natürlich richtig Schlager lieben und dafür stehen. Und deswegen gibt es einen Song, das heißt Im siebten Himmel. Ist dein Penthouse frei. Oh ja, danke schön. Und der Song geht richtig ab. Und ich will auch mal der Hörer zeigen, dass wir richtig für Schlager stehen und viel Spaß mit der nächsten Song. Richtig versauter Schlager. Fährt dann Fahrstuhl nach oben in das Penthouse im siebten Himmel? Ja. Also ich habe Knie. Wenn du willst, gibt es auch eine Treppe, da kannst du die ganze Zeit rummachen auf die Treppe. Das wird so. Ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen alles Gute, dass ihr Freitag früh aufsteht und nachguckt und sagt, wunderbar, hat geklappt. Platz 1 der internationalen Weltcharts. Wünsche ich euch wirklich von Herzen, in jedem Falle wünsche ich euch ganz viele Fans und dass ihr so bleibt, wie ihr wart und wie ihr seid. Kauft unser Album! Und nicht nur Wert darauf legt, dass das Album gekauft wird, sondern dass die Menschen euch lieben. Alles Gute, feiert. Tschüss. Dankeschön.